Digga, es hat einen Grund, dass diese ganzen Multimillionäre, diese riesen Firmen so viel in Bitcoin hauen, so viele Hunderte, 200, 300, 400, 500 Millionen. Das hat einen Grund, Digga. Die sind ja nicht dumm. Die sind ja so stinkreich geworden, weil die Ahnung haben. Was ist denn das? Was ist das denn? Kach. Hallo? Hallo? Polizist? Ja. Herr Ames? Oh, hallo? Ja. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Kevin Hilton. Ach du Heilige! Das Ding ist, als sie gefragt haben, wie ist Ihr Name, wusste ich schon, dass sie wissen, wer ich bin. Und ich dachte mir, warum fragen sie das? Entschuldigen Sie, Sir. Ach, Herr Hilton. Ach. Also mit der Blau. Wer sitzt in dem Sportwagen mit den roten Lichtern? Keiner. Ich glaube, die Dame ist gegen Baum gefahren. Oh Gott, warte mal, warte mal. Da muss ich mal den Personalausweis von der Kachi ziehen, Digga. Oha. Nee, nee, die war gerade eben am Würfelpark. Da bin ich wach geworden in meinem Police-Outfit. Und ich sag, soll ich sagen, was passiert ist? Ich war da gerade wach und ich höre nur so, hallo? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Und ich hab mich so, boah, was ging da auf den Sack, Alter? Dann stell ich mich so hin und denk mir, komm, die fahren eh weiter. Und die so, Herr Officer, hallo? Hallo, hallo, Herr Officer, Herr Officer? Und ich so, ja, hallo? Und sie so, wie heißen Sie? Und ich hab mich so, oh nee, ey, die möchte Autogramme wollen. Und ich so, Kevin Hilton. Und die so, ah, oh Gott, ah! Und fahren so kreischend weg, Alter. Und haben dann direkt 10 Sekunden später anscheinend einen Unfall gebaut. Dame, kann das sein, dass sie gegen einen Baum gefahren sind? Ja, die andere hat Kopfschmerzen. Ach, verdammt. Liegt die denn auch, die andere? Nee. Ach, schade. Gut, dann warten wir mal hier auf die andere. Dann warten wir mal auf die andere. Denn die sind mich kreischend weggefahren, weil sie natürlich kein Gespräch haben wollten. Aber ich werde jetzt hier warten. Und die natürlich mit einem Gespräch, mit einem sehr unangenehmen Gespräch, werde ich die, ne? Sprachen lernen. Hört sich nach einem Fall von Instant Karma an, ne? Die sind ganze 50 Meter weitergekommen. Ja, Isaac. Gut, ciao, ciao. Ey, lass dich mal drücken, Isaac. Aber nicht wieder Motorrad klauen. Was drücken, Isaac? Alles klar. Ne? Dann bleib sauber. Mein Pedi. Aber ich sag dir so, wie es ist, ne? Ich warte auf den Dispatch, Hilfe wird beschossen. Ich schreib schon mal vor, Bruder. Schreib schon mal vor. Ich schreibe alles klar, bis gleich. Werde entführt und beschossen. So. Mal auf Copy-Paste. Ich muss sagen, ich war auch persönlich gerne noch Streife. Ich hätte ja noch ein paar Zettel oder so. Ne? Gut, Hilton. Kann ich irgendwas Gutes für Sie tun, oder wollten Sie nur alle sagen? Vielleicht könnten Sie mir erklären, hier kam gerade ein gelbes Fahrzeug, das hat irgendwie auf mich gezielt und meinte, er hat Gottmode. Und danach ist er wieder gefahren. Können Sie mir vielleicht beschreiben, was der damit meint? Also beschreiben wird schwierig. Ich denke mal einfach, dass der wird aus einer Ehrenanstalt ausgebrochen sein und denkt, er ist Gott, ne? Und ist unbesiegbar. Weiß ich nicht. Alles klar, ich danke Ihnen für die Information. Vielleicht gucken Sie mal das LSMC an. Ja, ich glaube, das ist ein Psychopath. Gut, ich wünsche dir weiter Hilton. Ciao. Ey, da wollte mich jemand RDM, aber bei mir hat es nicht geschossen, nur bei ihm. Und er denkt, ich habe Gott. So ein Trottel. So ein Trottel. Da frage ich mich wirklich, wo ist die Schussankündigung? Ey. Du hast ein paar Mal so oft die falsche hier genannt, ne? Dafür jetzt tot, ne? Hat ja gar nicht lange gedauert. Das ist wirklich Mano, 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 Mano. Was für eine spannende Rollenspielsituation. Ach du Scheiße. Wird mir das Essen hingestellt? Oh, geil. Das schmeckt so gut. Safe. Hallo? Mal, welcher von deinen dreckigen Freunden hat mich gerade eben umgerotzt mit den Worten, du hast eben meine Frau und hat dann mich umgeballert. Ja, woher soll ich denn das wissen? Ich war im Krankenhaus, du Genie. Muss ja irgendeiner von deinen Opferleuten sein, die irgendwie nicht verliebt sind und dafür alles tun würden. Nee, aber mein Mann stand daneben. Gib mal seine Nummer wieder, ich will ihn anrufen. Jo. Danke. Hola. Jo, welcher von deinen hat mich gerade eben umgerotzt? Welcher von meinen? Ja. Guck mal, pass auf, ich kenne dich nicht, beziehungsweise nur flüchtig und ich weiß nicht, was du immer hast mit deinem Kachi und keine Ahnung was, so hast du meine Frau schon öfters genannt. Mhm. Wäre einfach mal ein Anfang, wenn du das sein lässt, wie wär's denn damit? Also wird man jetzt bestraft dafür, dass wir die Wahrheit einfach aussprechen. Die Wahrheit? Ja, wenn ich der Meinung bin, deine Frau ist eine Digga. Genauso wie die Typen, die mich umgerotzt haben, sind. Du juckst mich so wenig, dass du... Achso, ich juck dich so wenig, deswegen kommst du durch und hältst dann heute auf mich, weil ich so wenig jucke, weil ich dir so egal bin. Ja, zufällig neben dir stand, genau. Aber das, was du gerade am Telefon sagst, juckt mich relativ wenig, weil ich null Bock habe, mich mit dir zu befassen. Und deswegen hältst du Leute auf mich. Du warst der Einzige, der da stand. Also hat der Heilige Gott Leute auf mich gehetzt, oder? Ich meine, du warst der Einzige gewesen, der das gehört hat. Ja, das ist korrekt, ich war das. Ja, siehst du. Und weil ich dich so wenig jucke, hast du also durchgefunkt. Also bist du so ein, also bist du, du bist der, du bist anscheinend der Mann, aber du kannst deine Frau alleine nicht verteidigen? Du hast nicht mal die Eier zu sagen, hör mal, wie redest du über meine Frau? Du standst neben deiner Frau, während ich die genannt habe und hast nichts gesagt? Was bist du denn für eine Pussy? Arbeite mal an deinem Wortschatz, Digga. Bruder, du bist ja absolut die Memme. Kein Wunder, dass du keine Frau zum hast, Digga, mit der alten zusammen bist. Lässt du dich seit Wochen nicht ran? Sag mal ehrlich, lässt du dich nicht ran oder warum
zu suchen mit der. Ey, wenn meine Freundin jemand beleidigen würde und ich würde daneben stehen, Bruder, würde ich heute auf die Fresse hauen. Stattdessen, oh nein, da ist Kevin Hilton, ich kann nichts sagen. Oh, er ist weg. Ey, Leute, Leute, hier ist Kevin Hilton, wir brauchen 4 Mann. 2 schwarze Wagen brauchen wir. Alleine schaffe ich das nicht, auf keinen Fall. Wenn ich allein, Bruder, der boxt mich alleine um. Wie gesagt, ich kenne dich, du flüchtig. Ey, Bruder, alles cool, alles cool. Du bist, alles cool. Guck mal, ey, das wird ja, sich auch nicht ändern. Bruder, es reicht mir, egal, dass du dich nicht getraut hast, mich zu boxen 1 gegen 1. Es reicht mir. Du hast mich Respekt vor mir. Du weißt, dass du mit mir das nicht abziehen kannst. Deswegen ich hab Respekt vor dir. Ja klar, sonst hättest du doch nicht viele Leute auf mich gehetzt. Du Rekrut, du komischer Rekrut beim PD. Hast du mich gerade trinken? Ist das, ja, ich, denkst du, das ist eine Beleidigung? Keinen Schwanz haben will. Ist das eine Beleidigung, dass ich, Da beleidige ich mich mit Rekrut. Du Rekrut. Du Rekrut. Oh Gott, Digga. Findest du mal schade, wenn Leute ein bisschen den OOC-Hate rauslassen lassen? Wirklich. Guck mal. Der Typ cheatet. Der Typ ist der Typ, der gehackt hat. Und der kriegt es nicht mehr Kraft, mich umzubringen. Ich muss sagen, ich bin nicht gerne auf Streife. Er beschuldigt mich zu cheaten, währenddessen er mit dem Cheat vor mir steht, der nicht funktioniert. Wie schlecht. Guck mal, wie cool ich da stehe an meinem Telefon, Digga. Guck mal, wie cool ich da stehe. Was ist Kevin Hilton? Oh mein Gott! Kevin Hilton ist das! Das ist doch dieser große Streamer! Schnell schieß ihn! Funktioniert nicht, ich hab Cheat, Digga, ich hacke. Ich hab Maus-Hack, Controller-Hack hab ich. Einfach Gott nur. Guck mal, wie die alle denken, ich würde wirklich cheaten. Digga, Leute, wenn ihr das sehen solltet, ich werde niemals cheaten. Also, Leute, hört mir bitte zu. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Sobald dieser Stream ausgeht, dann denke ich 0% an Roleplay. Mir ist egal, ob ich 15 Mal gestorben bin. Mir ist egal, ob ich irgendeine Alte im RP habe. Mir ist alles egal. Ich starte morgen den Stream und habe alles vergessen. Ich weiß gar nichts mehr. Außer irgendwas Cooles ist passiert. Boah, ja, das Bruder, was ist das für eine Frisur, Junge. Bruder? Woher haben sie die? Ja. Anders. Wild, oder? Vom Friseur, ne? Ey, woher sonst? Was ist los? Bei welchen? Kannst du mal stehen bleiben? Was bitte. Ist mit dir? Guck mal, wenigstens einer, der meinen Geschmack erkennt, ja? Mit der Frisur. Mm. Alle sagen, ja, sie sehen scheiße aus, die Frisur. Gar nicht. Bei dir sieht man, kann man wenigstens halbwegs erkennen, dass da Schattierungen drin sind. Weißt du, was ich meine? Oha. Boah, der Bock geht ja gar nicht klar, ey. Dann wirst du also auch mal erwachsen. Ja, unter Umständen. Sieht absolut ekelhaft aus. Ich sehe aus wie so ein vom anderen Ufer, Digga. Mit so einem Balken siehst du aus wie dein Vater, ne? Also ein bisschen. Hast schon Ähnlichkeit. So ein bisschen f***, Digga. Ich muss, glaube ich, woanders mein Bart machen lassen. Ich glaube, hier sind echt nur komische Bärte. Ach nee, nicht wieder die f***, Alter. Bist du euch die f***? Distanziere mich von jeglicher Aussage, die du gerade nennst, ja? Ach, mit dir. Privat, Pazanier. Hallo? Degrationsgas, klar, sagt ihr f***. Nee, ist am Telefon, hat jemand angerufen, meine ich, da ihr f***, Alter. Also ich nicht. Okay, alles klar. Nur das und deine. Jo, ciao. Ja, bis dann.